Heute wurden in Lissabon zum 11. Mal die Gewinner des renommiertesten Innovationspreises in Europa, dem Europäischen Erfinderpreis, bekannt gegeben. Mit der Auszeichnung ehrt das Europäische Patentamt die wissenschaftlichen Errungenschaften von herausragenden Erfindern und ihren Beitrag für Gesellschaft und Wirtschaft. Im Rahmen eines feierlichen Festaktes empfing der Präsident des Europäischen Patentamtes, Benoît Battistelli, zahlreiche prominente Gäste aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft. Darunter den portugiesischen Ministerpräsidenten António Costa und den EU-Kommissar für Forschung, Wissenschaft und Innovation, Carlos Moedas. Dank ihrer Erfindungen werden Ideen und Visionen Realität. Das kann zum Beispiel helfen, Menschenleben zu retten. Und deshalb bin ich der Überzeugung, dass Erfinder die Helden unserer Zeit sind. Aus etwa 400 Einreichungen wählte eine Fachjury aus Politik und Wissenschaft sowie renommierten Unternehmern und Erfindern die 15 Finalisten aus. Die Preisträger in 6 Kategorien haben nicht nur zum technologischen Fortschritt beigetragen, ihre Erfindungen zeichneten sich darüber hinaus durch große gesellschaftliche Bedeutung und wirtschaftlichen Erfolg aus. So wie die beiden deutschen Forscher Jürgen Weizenegger, Bernhard Gleich und ihr Team, die mit ihrem auf Magnetpartikel basierenden Bildgebungsverfahren eine Methode für die medizinische Diagnostik entwickelt haben, die Gewebe und Blutgefäße in Echtzeit und dreidimensional abbildet. Leute werden danach fragen, was ist das genau? Und das wird natürlich viele kreative Leute anlocken, die die Methode voranbringen werden, die an unterschiedlichsten Stellen in der Welt anfangen werden, daran zu arbeiten. Dieser Preis gibt einem die Gewissheit, dass das, was man gemacht hat, wichtig ist. Man hat immer das Gefühl, dass das, was man macht, nicht gut ist. Aber dieser Blick von außen bestätigt und honoriert das, was man geschaffen hat. Und das ist sehr angenehm. Der Franzose Alim Louis Benabi ist der Preisträger in der Kategorie Forschung. Im Kampf gegen neurologische Krankheiten, vor allem der Parkinson-Erkrankung, entwickelte er eine elektrische Sonde zur tiefen Hirnstimulation, die Tremores lindert und damit Patienten wieder ein Stück Lebensqualität zurückgibt. Stu Johansen, Ulrich Quade and Teams. Die Dänen Tue Johannessen, Ulrich Quade und ihr Team wurden für ihr Ammoniak-Speicherverfahren zur Stickstoffreduktion von Dieselabgasen mit dem Preis für kleine und mittlere Unternehmen ausgezeichnet. Thank you very much, EPO. Vielen Dank an das Europäische Patentamt. Das ist wirklich eine große Ehre. Danke für das Privileg, heute hier sein zu dürfen. Ihre Erfindung kann die Stickstoffemissionen bei Dieselmotoren bis zu 99% neutralisieren. Der Preisträger aus einem Nicht-EU-Staat ist der amerikanische Chemieingenieur Robert Langer. Er entwickelte Medikamentenkapseln, die direkt in Krebstumoren implantiert werden und ihren Wirkstoff gezielt und über Dauer abgeben. Langer ist einer der meistzitierten Wissenschaftler der Geschichte und seine Erfindungen führten zur Gründung von über 30 Firmen. Wie Abraham Lincoln einst gesagt hat, eins der wichtigsten Dinge der Welt ist das Patentsystem. Und das europäische Patentsystem ist einfach fantastisch. Es ist für mich einfach ein Privileg, diesen Preis zu erhalten. Die in England beheimatete Hämatologin Helen Lee gewann mit 64% der 56.000 online abgegebenen Stimmen den Publikumspreis. Ihr robuster Diagnosekit Samba ist ideal, um in Entwicklungsländern schnell und günstig Krankheiten wie HIV und Hepatitis B zu diagnostizieren. Dieser Preis gehört meinem Team. Alleine kann man das nicht machen. Ich bin wirklich gesegnet mit einem fantastischen Team, das immer engagiert war, immer hartnäckig geblieben ist und nie aufgegeben hat. Den Preis für sein Lebenswerk erhielt der niederländisch-deutsche Ingenieur Anton van Zanten. Sein elektronisches Stabilitätsprogramm für Kraftfahrzeuge, kurz ESP, verhinderte in den letzten Jahrzehnten schätzungsweise 250.000 Unfälle und rettete Tausende von Leben. Für viele Leute war die Erfindung oder diese Entwicklung zu futuristisch. Die haben gedacht,
ist viel zu früh. Ja, das kann man nicht machen. Und ja, das wird auch zu viel kosten. Und aus dem Grund musste ich gegen diese Skepsis dann ankämpfen. Das Europäische Patentamt will auch im nächsten Jahr wieder wegweisende Erfinder auszeichnen. Das Nominierungsverfahren für 2017 ist bereits eröffnet.